Hey Leute, herzlich willkommen bei Blade and Soul. Wir machen hier weiter mit dem Blade Master, Sword Master. Ich werde es nicht lernen. Mit dem Blade Master. Blade und Sword ist für mich eigentlich immer dasselbe gewesen. Ich kann euch ein bisschen was erzählen. Ich bin hier letztes Mal 35 Mal gestorben. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich habe gerade ihr Penner, ihr Wichser, ihr alles Mögliche. Was bist du für ein kleines Ding? Und ich hatte mich schon gewundert, wir stehen hier in der Stadt und alle kloppen sich und ich war sehr, sehr verwirrt darüber. Hier sind, das sind 40er zum Teil. Ja, da 45, 19, 45. Und da ist mir was aufgefallen. Ich hätte nämlich, irgendwann habe ich hier solche Sachen gekriegt. Und die steht drauf, All Race Can Equipped. Aber da drunter steht, unter dem Bildchen, Faction. Hostility with Gods. Hostility with Sea Rollers. Das heißt, bei den einen bin ich hier mit im Clan, in der Faction und mit dem in dem anderen. Und ich dachte so, oh, das sieht geil aus, zieh's an, hier, das hier. Und ja, dann war ich tot. Was ist der denn hier? Das ist ja krass, Alter. Wo hab ich den denn her? Level 15? Alter Verwalter. Ja. Nice. Sehr nice. Also mir gefällt das Spiel. Ja, auf jeden Fall ist das hier das PvP-Equipped, womit man sich dann PvP on oder off macht. Das braucht auch seine 20 Sekunden, das anzuziehen. Ja, und ich hatte es dann angezogen, stand hier, dachte, was sind die denn alle rot? Wieso sterbe ich denn in der Stadt? Hier sieht man ein bisschen die Duelle von den Leuten. Sieht richtig nice aus. Also die Effekte, dieses... wie soll man das nennen? Water Shift oder wie nennt man das hier? Dieses... Ja, das ist schon ziemlich nice. Ja, diese Bewegungsabläufe, das Aussehen der Skills ist echt cool gemacht. Also seht ihr auch, ja? 2 gegen 1 hier. Natürlich nicht an den ran hier, an den Kollegen. Ich kann den jetzt zeigen, aber der ist Level 20. Der ist Level 22. Und der ist auch Level 20. Ach ja, genau, so ging das, ne? Ja. Aber da kann man auch nur so angucken. Ah, so genau. Ja, es ist, ich hatte vorhin auch die Auflösung ziemlich reduziert auf 600x800. Ich habe gerade gedacht, so, und hier los, ey. Neue Patch oder was? Und dann, ja. Gab zwar ein kleines Patch, aber leider ist ja der Dunkelmagier, oder wie der sich nennt, ist immer noch nicht dabei. Ja. Und nun stehen wir hier. Zigtausend blaue Quests. Die wollte ich mir nicht machen. Was haben wir denn hier überhaupt? Ich bin Level 14, also eigentlich schon ein ganz gutes Stück gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich kann natürlich jetzt die ganzen blauen Quests machen. Und da habe ich vielleicht ein neues Level Up. Ah, wobei ich eine blaue irgendwann mal machen muss für das Waffen-Upgrade. Kann ich eigentlich durchs Fenster reinspringen? Nö, doch. Nee, nicht wirklich. Kann er nicht. Da ist er ein bisschen zu... Ja, wobei ist es natürlich auch klar. Hä? Weil die meisten Häuser am Eingang so eine Wegbubble haben, wo dann, wie sieht man, eingeblendet ist und das andere wird dann ausgeblendet von außen, damit die Grafik nicht so beansprucht wird. 修炼谷那里快去快回啊！呀，270 XP ist auch gar nichts, ne? Bin mal gespannt, ob und wie das Spiel zu uns kommt. Ob das genau so sein wird, ich bezweifle es fast schon. 真是的，他让我不过。 Ist ja wie bei Kabal. Bei Kabal 2 ist es ist einfach zu alt, zu lang her, ja? Es ist... Irgendwann
irgendwann hat man es schon 10-mal gesehen und hat schon 100 andere Sachen angefangen und dann ist es irgendwann nicht mehr ganz so der Stand der Dinge. Weil es dann, zum Beispiel das hier könnte man viel schöner machen, wenn man das jetzt auf 4K portieren würde, ja. Aber das Spiel ist einfach gar nicht dafür ausgelegt. Das heißt, es wird gar nicht viel besser oder viel schöner. Wobei das Spiel schon mit Abstand von den ganzen 3 Jahres alten Spielen eine echt gute Grafik hat. Aber es ist halt schon, es kennt halt jeder schon aus zig Videos und Vorschau und ja hier und dort und Blade and Soul und bla bla. Es ist einfach, das, was man schon ewig gekannt hat. Da bin ich ja gespannt, ob das überhaupt noch so gut bei uns ankommt. Nicht, dass das auch wie EOS oder Kabal zu den 5 schlechtesten Umsetzungen dieses Jahr gehört. Weil ich ja sagen muss, das ist schon echt nice, ne? Also hier auch mit den Kois hier drin. Auch die Klamotten unter Wasser so verschwommen sind. Ein bisschen extrem, ja, also als würde ich mich sonst was hinter mir her schleifen. Also wären das Schlangen. Ja. Aber schon echt nice gemacht. Also es gefällt mir schon. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin müssen. Ich glaube, hier erstmal nach da oben zu dem. Oder zu dem da. Oder zu denen da. Na, jemand da oben zu dem. Wir nehmen einfach alles an und das, was wir dann erledigt kriegen, erledigen wir dann. Was denn, Alter, Kaka? Nö. Ich hab 0 von 0, mein lieber Freund. Press and open the manuscript of fighting receptions. Use train points. Aber ich hab keine train points. Ach, es ist hier sogar nach Level sortiert. War das vorher auch so? Das heißt, irgendwann bekomme ich dann den und den und den. Wow, ja, ist ja nice. Nee. Ach, das muss man hier sortieren. Mann, das ist auch scheiße, ne? Diese Seiten, das war hier auch schon so. Ja? Da habe ich auch erst gedacht, so, das ist auf der 3. Also, mit Level 45 kriege ich die ganzen Skills oder was? Gibt's sowieso selber nicht. Ja. Okay. Also, das funktioniert dann doch nicht so, wie ich gedacht habe. Blade Draw. Blade. Tja. Keine Ahnung. Also, doch wieder etwas, was enttäuschend ist. Da drin? Ja. Und Einfall. Zack. Nö, kann man nicht reinfallen. Ist das Gift, was ich gesucht habe? Man, das leckt aber hier auch manchmal, ne? Verstehe ich gar nicht. Ah, da ist eine Inni drin. Ja. Hoffentlich wieder so ein Skorpion, ey, wo ich 10 Minuten, 20 Minuten dran kloppen muss. Mit ständigem Kreislaufen. Kriegst du ja irgendwann. Ampel, Mann.
收到了新信件哦，请在任务快捷栏中点击央求。Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das alles die Viecher antappen. Oh, das ist ja hier gar nicht mehr antappen. Jetzt muss ich mich hier wieder zurechtfinden. Wie war das denn? Ach, so war das, ne? Vergifteter Käfer oder giftiger Käfer. Warum stehen da oben keine Lebenspunkte drin? Standen da nicht mal Lebenspunkte drin? Alter, ist das krass hier. Ohoho. Mit der 5? Mit der 5? Oder mit der 6? Oder mit der 6? Eieiei. Hallo. Aber da oben standen noch mal Lebenspunkte drin, Mann. Wieso stehen die nicht mehr da drin? Nee, nicht Switch Channel. Ey. UI Game Info. Schau hier. Ich will mein Leben sehen können. Tja, komisch. Ich dachte eigentlich, das wäre mit da drin. Aber okay. Ah, ist sowieso das Beste, oder? Es gibt echt kaum was Besseres. Und es ist immer noch meine Level 5 Waffe, ne? Wobei ich die auch irgendwann mal reparieren müsste. Och du Scheiße, Mann, Leute, ey. Tja, muss ja eben die Waffe wechseln. Das ist ja gleich weg und ich stehe da bei den ganzen Gegnern. Ja. Ja, ich werde den nächsten Trank trinken. Ach hey, besser wäre gewesen, Brot zu essen, ne? Ja. Nee. Das war wie im Arsch. Auch noch vergiftet und so, ey. Oh Mann, ey. Müssen das so viele sein? Vielleicht gehe ich mal lieber doch vorher raus und repariere meine andere Waffe, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Alter, die folgen dir echt bis zum Schluss. Ich bin aber anscheinend nicht der Einzige, der Probleme damit hat. Wo kann man das denn reparieren? Reparaturi. Crafting. Pff. Weiß kein Mensch. Ah, da hatte ich letztes Mal auch schon die Probleme, da Dinge zu finden. Irgendwo muss ein Schmied sein. War das der hier oben?
Crafting Bank. Oder geht das am Feuer? Au. Oh. Reparationshammer hätte ich ja. Ach ne, da ist ein Schmied drin, ne? Dann reparieren wir erstmal die Waffe. Kann ja nicht angehen hier. Sehr schön. Immer diese scheiß Ecken, ey. Und was essen. Voll. Ach, 150, da steht da 1500. Ach, insgesamt über 20 Sekunden, okay. Das ist natürlich was anderes. Lauf, mein Kleiner. Ich glaube, es ist die Inni, aber erstens auf der Seite und zweitens resettet, glaube ich. Ja, Party Search. Auch nice, oder? Richtig geil, ey. Und nun? Ist complete, also kann man einfach reingehen. 收到了新信件哦, 请在任务快捷栏中点击标题。 Okay. Verstehe ich nicht. Ja. Probieren wir es halt nochmal. Ah, die sind aber auch stabil, du Mensch, ey. Ah! Das ist natürlich was anderes. Geil, scheiße, rein mit einem Flammenpistolengerät rum. Also ich do. Kann ich dabei essen? Ja. Ich kann mit dem Dingen kann ich nichts machen. Also müsste ich es weglegen, essen und ein neues aufheben und hoffen wir dann, dass die Lebenspunkte bis da hinten reichen. Na, denke ich mir schon, ne?
Ach, jetzt auch noch gelegen. Halb durchsichtig, blinkend. Halt, musst du mal laden eine Sekunde und dann kannst du damit abschießen. Da ist wieder so ein Boss, ey, wo ihr Ewigkeiten im Kreis rennen müsst. Ja, jetzt ist sie kaputt, die Waffe. Also holen wir uns die nächste. Aber das kann sie auch nur um Stunden handeln, oder? Kleine Schleimbolzen, du, ey. Oder sie auch noch die ganz kleinen Kackviecher hier raus, ey. Der läuft echt ziemlich lahm, ne? Als würde er verlangsamt sein oder so. Was mich ja wundert, dass der Boss dermaßen viel Leben hat, ey. Macht ihm ja jedes Mal 200 Damage oder 160 Damage hier mit dem Ding. King of Insects. Nö, das schaffe ich nicht. So viele Waffen gibt es gar nicht, die ich dafür bräuchte. Ich weiß auch gar nicht, warum der so schwer ist. Also ich müsste ja 390 oder so damit machen, oder zu viert hier rein. Ich
Ich habe ja auch die Quest, ist auch ihn zu töten. Also, das ist natürlich sehr. Sehr gewagtes Unterfangen. Okay, so viel Damage macht er nicht. Wir können mit ein paar Heiltränken in einem Kreis laufen. Könnte ich das wahrscheinlich handeln. Naja, okay. Ist doch mehr Damage als gedacht. Ah, toll, das Gift. Ja, das Gift brennt mich tot. Hatte ich jetzt nochmal Glück gehabt. Ja, ey. Ich bräuchte noch zwei Waffen, ey. Na, der Heiltrank geht wieder. Futzt der hier erstmal eine Runde hin, ey. Na, vielleicht schaffe ich es ja noch. Jetzt brauche ich den Halter. Oh, toll, hat er mich getroffen. Scheißdreck, Alter. Gut, dass es nur so ein kleiner Gift dort ist. Wäre es dieses große Ding vorhin gewesen? Oder ich weiß nicht, ob ich ja drei kassiert habe oder so. Da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so lachen, ey. Aber gut zu wissen, dass er trotzdem schaffbar ist. Ja, oh, das war alles. Kill ihn! Sehr nice. Mustache auf die bla bla bla. Wer war denn hier? Achso, das da. Evolutionsschrank. Aber wieso ist denn die Kiste schon offen? Komisch. Naja.
Ja, ich bin ja fertig hier drin. Wobei ich sage, das Bing gemacht wird ein Gegner. Als würde noch ein Gegner kommen. Mann! Ich spreche ja manchmal so undeutlich, ey. Sollte vielleicht öfter den Mund aufmachen. Dabei laber ich schon den ganzen Tag. Also ich mache ja nicht nur ein Video. Komisch. Egal. Wir geben hier noch die Quest ab und dann war es das auch in dem Video. So, schauen wir mal eben nochmal, ob das mit der Waffe dasselbe Gift war, was ich benötigt habe. Hong Mung. Ja, also laufen wir mal eben zur Kiste. Da hinten her. Einmal quer hier rüber. Ich weiß, ob die das geändert haben. Wird das geändert? Weil es das Gift nicht gibt, oder was? Ja, ich komme von weit weg. Alter, wo ist meine Kiste? Ach, hier hinter, okay. Wieso ist denn das wieder Level 1? Ach ne, das war woanders, wo ich das auch... Okay. Ich mach dann nochmal eben hier ein paar Waffen auf. Mit Schlüssel? Ja, natürlich. Die haben auch alle dieselben Werte, aber da ist nichts großartig Unterschiedliches dran. Dann brauche ich jetzt die Hongmong-Waffe. Ne, aber nicht ausrüsten. Hä? Hey. Was macht der denn da? Wieso? Das leckt dermaßen. Er macht's nicht mehr. Hä, hey, wieso öffnet... Verstehe ich nicht. Aha, jetzt. Damit ist der Ding auch direkt Level 4. Muss dann jetzt noch ein Level hoch machen. Und wieder nicht. Behindert, ey. Ja, Mann, Alter, da ist das Gift. Das ist das Gift. Das ist die Quest. Sehr nice. Sehr fett, ey. Oh, das gibt direkt ein ganzes Level. Ja, wie nice ist das denn, ey? Wie nice ist das denn? Öffnen! Oh, das ist, ey, ich habe da so lange drauf hingearbeitet, ey. Level 9. Level 10. Jetzt brauche ich aber wieder so ein Hongmong-Teil.
Woher das kommt, weiß ich aber nicht. Aber geil. Waffe von Level 5 auf Level 10 gemacht. Fett. Jo, das war's dann auch für heute wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.